Pressekonferenz nach der Regionalliga-Partie des FSV Wacker 90 Nordhausen gegen den FSV 63 Luckenwalde. Endstand 3:0. Ich begrüße die beiden Trainer, zu meiner Linken Herrn Ingo Nachtigall, zu meiner Rechten Volker Ulutsch. Und wie immer bitte ich zuerst den Gästetrainer um eine Spieleinschätzung. Ich hätte gerne letztes Jahr auch eine Pressekonferenz gemacht, wo wir gewonnen haben. Da ist die ausgefallen. Also ich hoffe nicht, dass hier nur Pressekonferenzen stattfinden, wenn die Heimmannschaft gewonnen hat für die Zukunft. Heute ist es schnell erzählt. Wir waren heute klar unterlegen. Das Ergebnis geht absolut in Ordnung. Und wir müssen gucken, dass wir uns für Donnerstag für das Pokalfinale gut vorbereiten. Da wird diese Leistung heute nicht ausreichen gegen Cottbus. In Cottbus die gleiche Konstellation wie Nordhausen, die nach Erfurt müssen. Nordhausen finde ich auch. Viel Glück am Donnerstag. Und für uns geht eine Horrorsaison zu Ende. Das war Katastrophe. Ja, gut, wir haben die Klasse gehalten, aber ich sag's mal, das war wirklich für uns nicht einfach dieses Jahr und deswegen bin ich froh, dass die Saison Schluss ist, was die Punktspiele anbetrifft. Und jetzt wollen wir gucken, dass wir alle noch mobilisieren. Nordhausen, alles Gute, Volkan auch für die neue Saison und vor allen Dingen für das Pokalfinale. Danke. Vielen Dank. Volkan, deine Spieleinschätzung? Ja, ich werde mich auch kurz fassen. Es ist natürlich so, dass die Jungs sich auch persönlich verabschieden wollten von dem Punktspiel. Es war ja auch insgesamt für die Mannschaft und für die Spieler ja auch nicht recht einfach und in vielen Situationen sehr kompliziert und sehr schwierig. Deswegen hat mich das gefreut. Es war, denke ich, auch spielerisch eine gute Leistung. Wir hatten viel Ballbesitz, hatten dadurch die Spielkontrolle. Das Tor vor Halbzeit ist zum richtigen Augenblick gefallen und in der zweiten Halbzeit bis auf 1-2 Wackler haben die Jungs das dann gut zu Ende gespielt. Auch vorne noch viele Torchancen sich erspielt und das freut mich natürlich. Und wenn man jetzt sieht, man muss einfach auch den Jungs ein bisschen Vertrauen schenken, ein bisschen Geduld haben. Auch für Lukas Scholl hat es mich heute gefreut, dass er, denke ich, auch eine gute Partie gemacht hat und gerade zum Schluss mit so einem Tor kann man dann die Saison beschließen und ich hoffe, dass es ein gutes Omen ist, auch für das kommende Jahr. Wir werden fleißig sein, wir werden unsere Hausaufgaben machen. Ich habe hier ein sensationell tolles Umfeld vorgefunden. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und das müssen wir jetzt versuchen auszunutzen und uns für die neue Saison vorzubereiten und dann seriös auch zu arbeiten. Wir freuen uns auf Donnerstag, das ist ganz klar. Man nimmt natürlich jetzt dieses positive Gefühl erstmal mit, auch die Spieler. Wir werden uns jetzt auf das Pokalfinale fokussieren, konzentrieren. Ich freue mich für den Club, ich freue mich für die ganzen, für das Umfeld, für die Fans. Ich denke, es ist sensationell. Auch wenn es jetzt in Erfurt stattfindet, ist es noch eine größere Herausforderung. Wir werden unser Bestes geben und lasst uns das alle zusammen genießen und alles dafür tun, dass wir da auch hoffentlich als Pokalsieger Donnerstag vom Feld gehen. Wir werden alles geben. Nochmal auch Ingo, deinem Team, alles, alles Gute. Ist natürlich ähnlich schwierige Konstellation, aber ich denke, so ein Pokalfinale, da werden die Jungs sich richtig reinschmeißen und hoffen wir auf zwei gute Spiele. Vielen Dank. Und gibt es Nachfragen von Seiten der Presse? Herr Nachtigall, können Sie noch mal kurz die kuriose Auswechslung erklären, zu der es dann in der ersten Halbzeit gekommen ist? Dem Spieler war schlecht und er musste schnell in die Kabine, ist einfach zu erklären. Warum, weiß ich nicht. Mal gucken, was er zum Frühstück zu sich genommen hat. Jedenfalls, das war der Grund. Noch eine Frage? Vielleicht hat er zu viel Thüringer Bratwurst hier, sind schon so.
Herr Ulitsch, fürs Pokalfinale, haben Sie da ein besonderes Rezept, irgendwie was, was Sie mit den Spielern vorher nochmal machen wollen, was sich in Jena auch als erfolgreich herausgestellt hat, oder ist das eine Vorbereitung wie jede andere? Nein, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es wäre eine Vorbereitung wie jede andere. Man muss wirklich viel Herzblut in solche Finalspiele reinlegen. Es ist viel Kopfsache. Du brauchst nicht nur körperlich eine große Stabilität, du brauchst auch mental eine große Stabilität, um nachher auf dem Punkt genau bereit zu sein. Seitdem ich hier bin, habe ich auch eine Mannschaft, die versucht, die wirklich sehr, sehr fleißig ist. Ich hatte es schon mal erwähnt, natürlich wissen wir um unsere Probleme, aber die müssen wir Donnerstag abschalten und klar sein in unserer Spielweise, klar sein vom Kopf her und wirklich in die Aufgabe sich reinzukämpfen. Alles andere wird dann von alleine kommen. Man kann solche Finals wirklich nicht vorhersehen. Es kann manchmal sehr, sehr schnell gehen. Man muss für jede Situation bereit sein und deswegen werden wir uns da in Ruhe vorbereiten. Und ich denke auch, dass die Jungs auch nochmal zwei Schippen drauflegen werden und alles dafür tun werden. Und wir wollen uns nachher nicht nachsagen lassen, dass wir da nicht Menschenmögliche getan haben. Und der Vorteil vielleicht zu den zwei Finals, die ich vorher gespielt habe, hatte ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, auch die Mannschaft vorzubereiten. Aber nichtsdestotrotz, wir werden die Situation annehmen, werden uns zu 100% in diese Aufgabe reinfallen lassen und werden ein tolles Spiel abliefern. Davon bin ich überzeugt, aber wir wissen auch, wir spielen gegen einen Drittligisten, die heute die Klasse gehalten haben, die auch jetzt eine gewisse Euphorie haben. Und es wird eine schwierige, schwierige Aufgabe, die wir uns stellen werden und die wir mutig angehen werden. Ist es nicht der Fall? Da wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Am Donnerstag viel Erfolg in Cottbus. Und allen noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Ja.